Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Episode Pacific Drive. Wir sind immer noch in der Zone, nachdem wir ja in der letzten Episode tatsächlich ordentlich vorangekommen sind in der Story. Wir haben es nämlich in die innere Zone geschafft. Ja, und so sieht das hier aktuell aus. Ihr seht, die ist natürlich doch etwas eindrucksvollerer und düsterer als noch die Zonen davor. Und leider, wie es aussieht, haben wir auch Tobias verloren. Der hat sich geopfert, damit wir es hierher schaffen können. Und deswegen bin ich jetzt hier. Ich soll den Stabilisator noch aktivieren, dann werden wir die Zone aktivieren. Und ihr seht schon, das Ganze sieht ein Ticken anders aus als in der Episode gestern. Denn ich habe mittlerweile das Spiel gespeichert und bin aus dem Spiel raus. Und dann ändert sich tatsächlich immer ein bisschen was. Ist aber nicht schlimm, weil wenn ich das hier richtig sehe, haben wir einfach zwei Ankerpunkte mehr als letztes Mal. Von daher gar nicht so tragisch. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier die absolute Stabilität noch nutzen, um ein bisschen zu erkunden. Vielleicht nochmal hier in der inneren Zone neue Scans zu bekommen und auch Ressourcen. Und dann machen wir uns auf den Weg zurück in die Garage. Das ist der Plan. Und von daher, Auto immer noch nicht ganz auf Vordermann, aber ich bin zumindest bei 100% und die Batterie lädt sich auch aufgrund des Regens. Von daher, einfach losfahren. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier absolute Stabilität. Wir haben unser Ziel erreicht und den Weg in die innere Zone oder in den inneren Sektor freigespielt. Und ja, ich sag mal, Oppie und Francis haben sich jetzt erstmal verabschiedet. Francis trauert natürlich um seinen Freund und Lebensgefährten, wenn ich das richtig verstehe, Tobias, der sich jetzt hier wirklich geopfert hat, damit wir die Energie für das Portal, für das Tor aktiviert bekommen. Und ja, Oppie hat uns nur noch den Hinweis gegeben, wir sollen uns jetzt auf den Rückweg machen. Und von daher machen wir das natürlich auch. Sieht so aus, als wären wir jetzt hier erstmal auf uns gestellt. Und ich lasse mal einen Scan laufen. Einfach im Hinblick auf eventuelle neue Ressourcen, neue Erkenntnisse hier im Inneren der Zone. Aufgetankt haben wir letztes Mal. Und daher, das ist erstmal nicht das Thema. Nur die Strahlung, die hier überall herrscht, die beschäftigt mich immer mal wieder. Gucken wir uns jetzt hier einfach mal ein bisschen um, ganz gemütlich nach den Strapazen der letzten zwei Episoden. Oh, ich habe immer noch keinen Verschrotter. Nicht so tragisch. Gucken wir einfach nur in die Kisten rein. Nach den Strapazen der letzten zwei Episoden können wir hier wirklich die Ruhe ein bisschen genießen, sage ich mal. Ich habe gerade herausgefunden, dass in solchen Schubladenschränken ziemlich viel Stoff hängt. Das werde ich mir mal versuchen zu merken in den Wohnhäusern. Und ich fahre jetzt einfach mal runter und sichere mir den Ankerpunkt, der da unten herrscht. Wir haben ja schon ordentlich Energie in den letzten zwei Episoden eingesammelt. Was haben wir da unten? Oh, ich drücke immer auf den falschen Knopf. Da ist nochmal so ein Funktower. Ein paar Autos, aber ansonsten nichts wirklich weltbewegendes. Da oben ist schon unser endgültiges Ziel, sage ich mal. So, hier haben wir nochmal ein gepanzertes Auto. Aber mein Verschrotter ist ja platt. Das Einzige, was ich machen kann, ich will nämlich jetzt nicht unbedingt, es kostet nichts, so ein günstiger Verschrotter eigentlich. Ich kann ja mal gucken. Ja, komm. Den baue ich jetzt einfach, damit wir hier mal kurz wenigstens ein, zwei so Autos verschrotten können. Von den gepanzerten Platten, die scheinen hier jetzt häufiger vorzukommen, die gepanzerten Wegen. Sodass ich hier die Ressourcen natürlich dankend einsammeln kann. Und aber vor allem an den Kofferraum wollte ich rankommen. So, den Verschrotter machen wir hier mit einem so einem Karren gleich wieder platt. So. Staubsauger. Staubsauger ist auch gleich platt tatsächlich. Also ich habe wirklich nicht dran gedacht, auf diese Tour mir Ersatzgeräte mitzunehmen. Aber ich habe auch extrem viele verbraucht jetzt im Zuge der letzten zwei Episoden. Von daher müssen wir damit jetzt leben.
Staubsauger scheint demnächst platt zu sein. Und ja, für Schrotter, Hammer musste ich letztes Mal schon einen bauen. Also, wir müssen nächstes Mal wieder einiges an Ersatztools mitbringen. Da vorne sehe ich schon meinen Anker. Das ist nochmal so ein Karren. Also, die stehen hier überall. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Auch diese Gebäude da hinten sehen extrem unheimlich aus. Oh, ist das ein Kastenwagen? Nice. Da gehen wir auf jeden Fall mal ran. Der hat immer schöne Farben, Lacke und Co. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Mein Auto ist auch gefüllt bis unter das Dach. Guckt euch das mal an hier. Da ist kein Platz mehr. Oh, da war ein Verschrotter drin. Kann das sein? Ah, ne, das sah gerade so aus. Ne, ne, das ist der billige, den ich gebaut habe. Das kommt mit, das kommt mit. Und dann haue ich das einfach mal in den Kofferraum. Ich wollte das jetzt eigentlich immer schön trennen, aber meine große Box ist einfach voll jetzt. Halt, da war noch das hier. Und ich habe auch noch irgendwas in der Hand. Was ist das? Auch Lack. Ja, ich habe eh viel zu viele von den Lacken mittlerweile. Aber ich glaube, die kann man auch wiederverwenden im Notfall. Oh. Moin. So, das kommt hier rein. Das sind diese neuen Touristenfallen. Die sind echt auch fies. Die kommen jetzt immer, wenn ich hier so einen Anker rausziehe. Und die explodieren schon nochmal ganz anders. Ey, guck dir das mal an. Wie groß die sind. Wahnsinn. Wahnsinn. So, Motor. Rückwärtsgang. Und hier schnell raus. So, und jetzt will ich hier hin. Das scheint diese Straße hier zu sein. Ja, also viel, viel mehr so Touristenfallen und auch so große Touristendinger. Oh, und guck mal da. Das ist spannend. Diese Dinger hier, das sind Sprengstoffkisten und da ist immer Sprengstoff drin. Das ist eine sehr, sehr seltene Ressource. Deswegen auf die sollte ich insbesondere jetzt hier in der inneren Zone achten. Denn Sprengstoff, ich bin mir gar nicht sicher, wofür man es exakt braucht. Muss ich mal gucken. Aber es weiß, dass es eine Ressource ist, an die ich relativ selten rankomme. Ja, wie gesagt, ich will es heute mal ganz ruhig angehen lassen. Hier nur noch diese Zone, sage ich mal, verlassen und dann wirklich in der Werkstatt das, die Zeit auch noch nutzen, um unsere ganzen Ressourcen zu verpacken und Upgrades zu schaffen und, weil wir haben jetzt echt schon wieder einen langen Trip hier hinter uns mit Story-Mission und Co. Und deswegen würde ich mich jetzt gerne mit den ganzen Ressourcen darauf konzentrieren, mein Auto wieder abzugraden. Gucken, was wir nochmal an Updates freischalten können. Also da gibt es einiges zu tun. Was ist denn das für ein schönes Auto hier? Hallo? So. Ich mach die jetzt so platt, bis mein Verschrotter kaputt ist, damit ich einen neuen Verschrotter zu Hause bauen kann. Und ich jetzt wirklich meine Koffer und alles voll habe mit Zeug. Dass mir da an nichts fehlt. Zack, den machen wir ja voll. Blub, blub. Oh, ist das ein herrliches Gefühl, wenn, wenn der da so schön die Ressourcen einsaugt. Das ist echt mein Lieblingsmoment eigentlich. So, jetzt hauen wir den noch weg. Zack, sehr schön. Dann haben wir das. Und dann holen wir uns noch die Energie. Steht das Auto. Da ist mein Anker. Beschädigte Ankerenergie. Das ist jetzt richtig gut, dass ich davon so viel mitbringe jetzt, weil da gibt es einige Updates, wofür ich die brauchen kann. Andere Seite. Zack. Hier. Und dann haben wir noch einen kleinen Anker und dann können wir abhauen. Und zwar ist der
hier. So, und dann fahren wir hier hoch, machen die Häuser, aktivieren den Stabilisator. Und dann sollte sich die Zone relativ schnell schließen. Oh, Tankwagen braucht man nicht, Sprit ist voll. So, Jungs, aus dem Weg. Schild kurz an. Wenn wir da durch diese Mühlen fahren, muss man das Auto jetzt nicht noch viel weiter beschädigen. Ist eh schon in relativ schlechtem Zustand. Aber ich denke, ich könnte es nochmal reparieren, aber ich glaube, das schaffen wir so nach Hause. Lass mal nochmal das Radar laufen, ob ich hier irgendwas was übersehe in der Ferne. Aber außer so Squires und Autos finde ich hier gerade nichts. So, da ist nochmal der Anker. Halte ich hier. Du stehst auch so. Wo guckst du denn hin? Der guckt sich die Teufelsmühle an. Ja, verstehe ich. So. Zack, mitgenommen. Das ist sogar noch einmal. Kein Beschädigter, sondern nur ein Unstabiler. Ups. Das war eigentlich nicht mein Plan, merke ich gerade. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt damit immer in die falsche, zur falschen Tür laufe. So, hier rein. Und dann sollte ich eigentlich da vorne irgendwo hochkommen. Und dann sind da ein paar Gebäude und der Stabilisator. So. Ich fahre jetzt einfach kurz durch. Zu faul außenrum. Und irgendwo hier ist die Dirt Road. Ja, hier geht's hoch. Zack. Hier hilft mir jetzt meine Kombination von Offroad-Reifen und Geländereifen. Ich komme hier sehr, sehr gut hoch. Okay, komm, wir machen uns erstmal über die Häuser her hier und dann ist da hinten der Stabilisator. So. Ja, roll du mal nur. Wenn man zu kurz die Parkbremse zieht, dann macht er das immer nicht. Und das, die Angewohnheit habe ich in letzter Zeit so ein bisschen. So. Das Ding. Ich habe ja auch nicht mal mehr eine richtige Taschenlampe und so. Also es wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Aber Stoff ist gut. Ah, wow, hier ist nicht viel. Hier haben wir noch ein bisschen was. Zack. Nice. Reparaturgeschichten ist immer gut. Ersatzglühbirnen-Kit. Naja gut, das braucht man wirklich sehr, sehr selten. Lass mal liegen. Und das kommt jetzt... Achso, ich kann trotzdem versuchen, hier immer was reinzulegen. Ja, genau, weil da wird noch nicht jeder Slot gefüllt sein. Und der Rest kommt hier rein. So, ich muss ein bisschen auf die Strahlung achten. Energie ist am Sinken. Ups. Da habe ich nicht ganz ausgeholt. Jetzt hat es nicht gereicht. So. Ist da kein Plasma dabei gewesen? Für Unverschämtheit. So, hier scheint man ganz durchkommen zu können. Jetzt 66%. Was kann ich hier tauschen? Umwandler. Oh, das ist... Was ist das für eine Ressource hier? Da muss ich mal kurz gucken, ob ich das habe. Aber das ist sowohl als auch, glaube ich, relativ selten. So, aha. Hier, das suche ich doch. Das ist schon besser. Da sind ordentlich Ressourcen drin. Zack. Das nehmen wir mit. Rucksack. Stoffe sind super. Für Upgrades auch. Und vielleicht auch ein bisschen wieder neue Kleidung, mehr Strahlenschutz. Wenn ich jetzt hier gerade auf meine Gesundheit gucke, wäre gut. So. Und die Taschenlampe ist gleich platt. Ja, die ist platt. Okay. Machen wir es so. Und dann sind wir eh schon fast durch. Oh, hier sieht es auch unheimlich aus. Ist hier nochmal... Ne, kein Gefahrengutschrank mehr leider. Nicht schlimm. Gucken wir hier noch kurz rein. Zack. Und dann gehen wir hier raus. So. Wunderbar. Das haben wir, das haben wir. Und dann ist hier noch eins. Gucken
wir hier auch noch kurz rein. 50% bei der Energie. Die Fackel nutze ich jetzt noch schnell. Und hier kurz rein. Komm schon, gib mir Gefahrengutschrank. Kiste. Kiste, Kiste. Hier ist er. Ja, Chemikalien. Sehr gut. Gasflasche. Und das war's, oder? Hier geht's nicht raus. Hier geht's raus. Zack. Und dich brauche ich. Bum, bum, bum. Okay, perfekt. Dann haben wir's. Werden wir jetzt nur noch die Ressourcen los. So viel geht hier rein. Der Rest kommt hier rein. Achso, ich wollte gucken, was ist. Für eine Ressource war, die ich da in Sprengstoff umtauschen kann. Thermosaftkristalle sind das, okay. Eigentlich kein schlechter Tausch tatsächlich, aber Thermosaftkristalle habe ich jetzt auch nicht mega viel, von daher ich lasse es jetzt. Motor geht an. Und ich heile mich mal kurz, wenn der Energieladung ist genügend da. Ich heile mich über meinen Dock. 60, 64 Prozent, das passt. Und da ist der Schalter, okay. So, ich glaube, wenn ich den jetzt aktiviere, schließt sich sofort die Zone. So ist das doch immer gewesen, oder? Aktiviere den Stabilisator, okay. Ja, da ist das Tor offen. Boom, das ist auch dieser Strahl. Und da kommt das Signal. Okay, eigentlich sollte ich genügend Zeit haben. Ah, nee, ich fahre hier runter, glaube ich. Ich glaube, ich fahre quer Feld ein. Aber mit Schutzschild. Mit Schutzschild. Batterie ist bei 50%, das sollte passen. Ich lasse das jetzt einfach an hier runter, dann nehme ich nicht zu viel Schaden. So, und jetzt kann ich hier vielleicht noch den Schlenker machen. Über die Straße. Ne, ich fahre hier rein. Da ist eine Rohrpost. Da ist eine Rohrpost. Wollen wir die mitnehmen? Ja, die wollen wir mitnehmen. Direkt davor parken. Guck mal. Farbe, Farbe. Eingepackt. Wunderbar. Zack. Oh, ist schon zu. Mal gucken, kurz drauf achten, ob noch so ein Satellit kommt. Jetzt ist meine Tür wieder offen. Jetzt verliere ich die wieder. Okay, da kommt anscheinend nichts mehr. Dann hauen wir ab. Ab geht's. Ab nach Hause. Nice. Sehr, sehr nice. Jetzt haben wir die Story nochmal ordentlich vorangebracht in den letzten Episoden. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommt. So, ich bin wieder zu Hause. Welcome back. Vielen Dank. Now we know where the well is, but you're the first to step foot in the deep zone in over 15 years. And I need more time to understand Alan's suppression method. So why don't you stretch your legs and chart the deep zone while you're at it? We'll need to map a way to the well as it is. Okay, also im Grunde weiter in den inneren Sektor vordringen ist die Aufgabe. Das heißt, das machen wir auf jeden Fall, aber heute wollen wir uns jetzt noch ein bisschen mit unserem Auto beschäftigen. Deswegen hole ich mir jetzt mal alles an Ressourcen und überflüssigem Zeug hier raus. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich es irgendwie neu angeordnet, das wollte ich gar nicht. Das holen wir mal hier raus. Den behalte ich hier drin, das kommt rein. Das kommt hier hin. Und so, jetzt ist hier mal wieder Platz. Dann kommt Farbe immer hier rein. Ja, das Ding ist bald voll. Also da muss ich mal ein bisschen überflüssigen Lack und so weiter auch loswerden. Dann gucken wir, ob wir die Ressourcen hier reinbekommen. Ah, halt. Die habe ich immer gern woanders drin. Und zwar hier. Und das Ding ist kaputt, der Impulsemitter. Und da ich jetzt eh das Schild benutze, kann ich den eigentlich zerstören. Das gibt vielleicht noch mal ein paar Ressourcen. Aber guck mal, Plasma. Ja, bisschen was. Hm, was steht im Fax? Hallo, ist das angekommen? Das ist Versuch Nummer
mehrfache Versuche. So, zack. Du kommst auch hier rein. Und Lacke, Lacke, Lacke kommen hier rein. So. Das haben wir. Dann machen wir jetzt viel, viel interessanter den Dachgepäckträger mal leer, weil hier ist nochmal deutlich mehr Platz drin. So. Okay, das sieht gut aus. Die Perlen hau ich nochmal rein. Das kommt zurück. Und das machen wir so. Dann kommt ihr alle hier rein. Das ist gut, da haben wir richtig viele von. Hier haben wir auch Ressourcen, die können direkt hier rein. Bumm. Oh, schön gefüllte Ressourcenschränke, das finde ich traumhaft. So, und jetzt können alle Farben und alle Aufkleber und so weiter hier rein. So, dann hau ich mal die Perlen hier rein. So, der spuckt jetzt ordentlich Ressourcen, das ist gut. Und ich mache Lacke und Aufkleber. Ja, guckt mal, jetzt habe ich schon hier den Schrank voll. Grau-weißer Lack. Grau-Abbeizmittel. Gold. Blauer Lack. Blauer Lack. Blauer Lack. Da haben wir einiges. Ich glaube, ich muss mal blau lackieren. Dann machen wir aber mal welche weg. So, da muss ich mal wieder ran. Und der Rest kommt hier rein. So. Und dann hauen wir den Lack einfach hier rein und gucken mal. Ja, da kommt sogar Chemie raus. Okay, also Lacke aufbrauchen hier rein ist gar nicht schlecht. Da kommt Chemie dabei raus. Also, okay, das ist gescheitert. Machen wir das so. Machen wir den an. Dann saugt der alles auf. Oh, ich hatte noch so eine große Perle. Oh, das hätte ich ja auf dem Schirm. Okay, 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 Moment. Oder die kamen die jetzt da raus? Hä, das verstehe ich nicht. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Moment, jetzt müssen wir das mal nochmal so machen. Dann kommt das hier alles rüber. Ah, den Basketball habe ich auch gefunden. Sehr gut. So, das kommt hier raus. Oh, das ist ein Ressourcenchaos jetzt hier bei mir. Viel zu viel Zeug habe ich. So, einmal Chemie muss hier noch rein. Den überflüssigen Lack. Was haben wir hier? Grün. Oh, immer grün ist doch mal eine neue Farbe vielleicht sogar. Sehr schön. Und jetzt kommst du noch hier rein. So. Dann saugt man das alles wieder auf hier. Wow, das ist eine große. Wow, da kommt richtig was raus. Okay, und der Staubsauger ist voll. Oder kaputt. So, das kommt hier raus. Ich habe gerade nochmal eine Skulptur bekommen. Okay. Neue Lacke. Also bis ich hier mal die ganzen Ressourcen verdudelt habe. Ey, das ist ja ewig. So. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen... Habe ich hier schon was drin? Nee. Vielleicht mache ich hier jetzt einen neuen Farbschrank auf. Hm? Bis ich den mal aussortiert habe. Und... hau hier die restlichen rein. Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich ja 5 Minuten nur Zeug hin und her geschoben. Na gut. Dann fangen wir mal an, uns ums Auto zu kümmern. Ich montiere jetzt einfach mal ein bisschen was ab. Und hau die Sachen, die kaputt sind, hier rein. Tausch das gegen die Sachen, die ganz sind. Theoretisch kann ich einfach mal... Türen und so weiter, die ich überflüssig habe, hier reinhauen. Und jetzt machen wir heute ein bisschen eine Kombi aus verschiedenen neuen gepanzerten Teilen und aber auch abgeschirmten und vielleicht auch Blei schon. Das muss ich jetzt mal gucken. Habe ich Sachen, die komplett zerstört sind, sage ich mal. Das ist eigentlich alles ganz gut. Ah ja, guck mal hier. Das hier zum Beispiel. Das ist auch vor allem... Irgendwas hat das. Brüchig. Das kann man nicht mehr reparieren. Oh, oh, das will ich eigentlich nicht. Nee, 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 nicht teleportieren. So, also, was kaputt ist, kommt hier rein natürlich.
Ich nehme mal die abgeschirmte Tür. Die abgeschirmte Tür. Und dann machen wir einfach mal hier hinten. Bumm. Gibt es auf jeden Fall schon mal eine abgeschirmte Tür ran, oder? So. Was will ich als seitliche Tür? Das ist die Frage. Also, ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen, wie man das am besten kombiniert jetzt am Ende. Machen wir das mal so. Jetzt müsste das hier, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe von euch, müsste diese Platte hier auch, ja, hat 30% Abschirmung auch, aufgrund, dass es von hier und hier abgeschirmt wird. So verstehe ich das jetzt, ne? Okay. Interessant, interessant, interessant. Nehmen wir das mal so mit. Okay, dann tun wir die Sachen reparieren. Voila. Dann haben wir hier schon 3 gepanzerte Türen drin. Dann kommst du hier rein. Und jetzt kann ich tatsächlich auch noch mal eine abgeschirmte nehmen. Und hier dran machen. So. Warum nicht? Das ist ja schon mal was. Weil ich immer die abgeschirmten Türen... Naja, warum nicht? Ich find's gar nicht schlecht. Ich find's gar nicht schlecht. So, dann... Oh, jetzt habe ich hier natürlich wieder die ganzen Sachen aus der gepanzerten Tür rumliegen. So. Ich bin heute nur am Ressourcen hin und her jonglieren. Ach, ich liebe solche Episoden, wo ich mal so ein bisschen einfach nur rumdaddel. Ganz entspannt, ohne größere Aktionen hier. Einfach nur schön Sachen aufräumen. Das ist auch mal was Beruhigendes, muss man auch sagen. Aber ich habe schon noch einen großen Plan. Und zwar würde ich nämlich gerne neue Autoteile und neue Updates hier anbringen. Aber jetzt muss ich natürlich erstmal hier so ein bisschen die ja, Sachen loswerden, sage ich mal. Deswegen packen wir die jetzt hier auch noch rein. So, okay. Also wenn ich es richtig verstehe, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel noch abgeschirmt machen. So. Und die hier auch abmachen. Und dann habe ich abgeschirmt relativ gut verteilt schon mal wieder. Dich hier ran. Abgeschirmte Stoßstange hätte ich auch noch. Aber da finde ich die gepanzerte eigentlich besser. Abgeschirmte Platte ist hier. Abgeschirmte Platte hier. So. Und ich muss so nicht so viel reparieren, weil ich das alles jetzt einfach nur ersetze sozusagen. Zack. Plus, sieht cool aus. Jetzt ist die Frage, hier vorne hätte ich gern die Panzerung. Das würde ich gern lassen, das finde ich ganz gut. Schutzschild bleibt auch drin. Das heißt, wir machen uns jetzt an neue Dinger. Und zwar Blei. Tür mit Blei. Blei habe ich genug. 2 Bleitüren. Mal gucken, wie die aussehen. Okay, ja, warum nicht? Die sollen vor Strahlung schützen. Das finde ich gerade hier direkt, wo ich sitze. Warum nicht? Finde ich gar nicht schlecht. Okay, dann kann man sich vorstellen, wie das aussieht hier hinten. Aber da könnte man jetzt natürlich auch die Panzerung noch dran lassen, weil die überträgt sich dann wiederum hier drauf. Blei müsste sich ja jetzt hier auch drauf. Ja, 20% Blei. Naja, okay, interessant. Spannend, spannend. Das habe ich nie beobachtet. Also vielen Dank für diesen Hinweis, weil... Hatte ich nie beobachtet. Jetzt das Ding hat jetzt sogar Stromschaden, Kollisionsschaden. Blei kriegt es nicht mit. Wahrscheinlich, weil das... Genau, weil es 2 Dinger weiter ist. Aber das hier müsste Blei... Effekt auch an sich haben. Ja, interessant, cool. Ich lasse es, glaube ich, mal so. So haben wir so ein bisschen von allem dran. Und jetzt gehe ich nochmal mit dem Reparaturkit drüber. Über das, was noch nicht repariert ist. Was haben wir denn da hier? Ich glaube, hier zum Beispiel. Klatsch. Den hier. Klatsch. Vorne sowieso. Da müssen wir nochmal hin. Und zwar hier drauf und hier drauf. So, ach so, jetzt müsste ich mal noch den Scheinwerfer, müsste ich mal noch gucken. Guck mal, der ist zum Beispiel ganz kaputt. Was hat der? Der ist abgenutzt. Ja, der ist abgenutzt, okay.
Der ist ganz noch, aber nicht mehr 100% fit. Okay. Den kann ich also wegtun. Dann hätte ich hier einen abgeschirmten Scheinwerfer als Ersatz. Muss mal gucken, ob ich nochmal was anderes bauen kann. Aber ich kann jetzt ja mal die abgeschirmten reintun. Und den da mache ich platt, weil der ist kaputt. So, das nehmen wir mit. Ihr kommt hier rein. So. Nice, gefällt mir, gefällt mir. Kriegt das jetzt den Effekt, dass... Ja, das hat abgeschirmt Effekt. Cool, ja, nice. Gefällt mir. Ja, warum nicht? Warum nicht, warum nicht? Sieht spektakulär aus auf jeden Fall. Jetzt gucke ich mal, was gibt's denn noch für Scheinwerfer, wenn ich jetzt nicht die abgeschirmten hätte. Habe ich nur die normalen und sonst noch die primitiven. Das bringt ja erstmal nichts. Die Stoßstange lasse ich. Das repariert alles schön. Kann man eigentlich so lassen. Okay, jetzt brauchen wir Sachen erforschen. Jetzt gucken wir mal, was wir erforschen können. Ich habe hauptsächlich korrupte Energie diesmal bekommen. Interessant wäre sich ja mal, um so ein paar größere Updates hier zu kümmern. Brauche ich den Limb-Chip und 600 Sumpfeier für eine Reparaturmaschine. Das klingt nämlich ziemlich cool. Analysemodul für die Macken ist nice. Oh, und das ist sehr, sehr gut. Knotenpunkt Umfahrung. Das nehme ich als allererstes mit Bonbonbons, Glasscherbe, Plastik, Leiterplatte. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist eine schöne Erweiterung. Boom, jetzt können wir nämlich über Highways ziemlich schnell dahin kommen, wo wir hinwollen. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und wir gucken weiter, was es noch in die Richtung gibt. Es gibt natürlich noch weitere Spinde. So ein pneumatischer wäre mal gar nicht schlecht, weil dann hätte ich unendlich Platz endlich. Neue Reifen. Oh, da fällt mir ein, ich muss noch die Reifen austauschen, ne? Ich habe immer noch vorne die Geländereifen dran, ja. Guckt mal, die kann ich jetzt mal hier drin reparieren. So. Und dann nochmal zwei neue Reifen bauen. Dafür habe ich ja vor ein, zwei Episoden mal ordentlich Gummi eingesammelt. So, jetzt ist die Frage, passt das hier rein? Nee, natürlich nicht. Das geht auch nicht. Der passt hier nirgendwo rein. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Das passt nirgends so richtig, ne? Ich hätte gehofft, ich kriege hier beide Reifen rein. Das scheint nicht der Fall zu sein. Jedenfalls nicht mit dem anderen Zeug. Ist hier irgendwas ganz? Der ist ganz. So. Zack. Dann hauen wir den. Jetzt habe ich irgendeinen Fehler. So. Dann kann ich die aufräumen hier drin. Ich meine, irgendwann mal kann ich die auch zerstören, sollte ich jetzt hier mal keinen Lagerplatz mehr haben, aber so ein paar abgeschirmte Teile extra schadet bestimmt nicht. So. Wobei war ich jetzt gerade? Reifen, 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 Reifen. Und zwar Geländereifen. Einmal, zweimal. Zack, einmal, zweimal. Zack, ja, ich habe so viel Gummi. Ich hatte immer noch 100 Gummi jetzt. Die Mission ist auf jeden Fall schon mal geglückt. Yes. So, jetzt hat das auch die richtigen Reifen. Guck mal, was wir noch erforschen können. Oh, ich liebe es, so Sachen, neue Sachen zu erforschen. Hier könnten wir zum Beispiel... Oh, guck mal, hier haben wir jetzt den Limb-Magnet, den wir letztes Mal so reichlich eingesammelt haben. Der hilft uns jetzt hier, dass ich mehrfach Scans machen kann. Das finde ich auch schon mal gut. Lademaschine ermöglicht es dir noch... höhere Energiemengen freizusetzen, wodurch du deine Autobatterie noch effektiver aufladen kannst. Okay, geht das dann schneller oder was ist das dann? Das ist wie das Tanken bloß für Batterie. Das scheint mir jetzt nicht so wichtig zu sein. Ich glaube, ich mache mal das. Eine neue große Antenne. Wir graden heute die Werkstatt ordentlich auf. Mehr Scans für die Routenplanung und die schnellere Nutzung der Highways. Das sind zwei ordentliche Erweiterungen für die Werkstatt. So. Das Gerät zusammen gebastelt, ja. Okay, perfekt. Cool. Jetzt kann ich einfach noch einmal mehr scannen, glaube ich, bei der Routenplanung, beziehungsweise einmal neu
mehr rechnen hier. Das ist jetzt hier 5 Scannerladungen. Also da haben wir jetzt einige. Ach, guck mal, die Zone ist jetzt schon ordentlich erforscht. Und mit dem Update mit der Knotenpunktumfahrung kann ich jetzt zum Beispiel hier hinfahren und muss nur einmal und zweimal diese Highways abfahren und springe komplett über diesen Punkt. Und das ermöglicht mir natürlich dann innerhalb von einer Fahrt sofort hier zu sein. Und dann hüpfe ich nur noch hier rein und bin schon im inneren Sektor. Das ist zum Beispiel eine Überlegung für den nächsten Trip. Ne? Also ziemlich, ziemlich gut. So. Dann haben wir jetzt dadurch das hier freigeschaltet. Ereignisübersicht zeigt dir Zahl deiner Fahrten seit deinem letzten... Du weißt schon. Tod wahrscheinlich. Das ist ziemlich günstig. Das nehme ich also auch noch mit. Ah, das ist doch mal eine Werkstatt. Ein Werkstattereignis hier, sage ich mal. So, jetzt kriegen wir hier nochmal eine extra Tafel drüber. Und das zeigt jetzt an, dass wir 18 Trips gemacht haben, ohne zu sterben. Ja, das werden die 18 gewesen sein, die ich gemacht habe. Ich glaube, ich bin noch nicht einmal... Bin ich einmal in dem Let's Play schon in der Zone gestorben? Bin ich in eine Sackgasse gefahren? Nee, ich glaube nicht. Cool, eigentlich ziemlich cool. 18, das ist nicht schlecht. Cool. Nehme ich. Nur um zu zeigen, wie genial ich das bisher... Ich hatte ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel, muss man sagen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Oh, wisst ihr was? Ich werde ich jetzt fast vergessen. Das hier, Magnethammer. Brauchen wir auf jeden Fall. Können wir jetzt mit der neuen Energie endlich erforschen. Das ist der bessere Hammer. Den brauche ich definitiv. Sehr gut. Und dann können wir gleich mal gucken, was es noch so gibt. Limb-Chips. Ist das hier hinten? Den erforsche ich, glaube ich, auch, weil den braucht man wiederum für ein paar andere Updates. Also nehmen wir den auch direkt mit. Das ist eine Grundressource, die allerdings leider, glaube ich, halt, hier bin ich. Lass mich mal gucken. Hier ist der Magnethammer, den bauen wir direkt. Und der Limb-Chip, ja, der braucht Olympium-Fragment. Da haben wir genau eins von. Das ist eine Ressource, die finden wir nur in der inneren Zone und sind leider noch gar nicht drauf gestoßen. Brauchen aber dafür auch, und das ist jetzt gut, dass ich den erforscht habe, den Magnethammer. Von daher, und das guckt euch mal das Ding an. Boah, Gerät, ey. So, aber deswegen bringe ich, glaube ich, den Magnethammer erstmal hier rein. Ist das mein Ersatztool sozusagen. Und ich baue auch gleich mal, wenn ich schon dabei bin, neue Taschenlampen. Einmal, zweimal. Weil die ist mir letztes Mal kaputt gegangen. Das hat mich tierisch genervt. Deswegen hauen wir da auch mal gleich einen Ersatz rein. Und Plasma. Plasma-Verschrotter. Bauen wir auch gleich mal zweimal. So, und dann sind wir schon wieder einiges an Ressourcen los. So, da haben wir hier nämlich auch direkt einen Ersatz. Den ersten, den verschrotte ich jetzt bestimmt eh gleich noch. Und was fehlt mir noch? Staubsauger. Oh, der Staubsauger. Der ist auch gerade kaputt gegangen. Ich habe alle meine ganzen guten Werkzeuge sind platt gegangen. So, jetzt habe ich aber... Jetzt habe ich vorgesorgt. Der nächste Run wird kein Ressourcenrun, so voll ich jetzt hier bin. So, pass mal auf. Jetzt können wir mal das Ding hier kurz nutzen. Um hier... Wie immer, das muss man jedes Mal mitnehmen. Es sind freie Ressourcen hier. Zack. Und ich kann schön dabei den Verschrotter aufbrauchen, sozusagen. Bam, bam. Achso, halt. Ich habe jetzt wieder einen Staubsauger. Bum, bum, da ist noch Mars. Zack, sehr schön. Und ich glaube, hier sind noch die Elektroteile. Immer mitnehmen. Direkt vor der Tür. Umsonst und respawnt nach jedem Run. So. Na, hier komme ich nicht ran. Mensch. So. Was haben wir hier noch? Bum, bum. Wenn ich gerade schon dabei bin, gehen wir hier nochmal ran. Was war das? Oh, Alter, der spuckt Chemikalien heute mal aus. Freut mich, vielen Dank.
So, alles klar, dann haben wir das auch. Du kommst hier rein, das ist alles schön aufgeräumt und du bist Ersatz für den da. Und du bist einfach dabei. So. Gut. Wobei ich diese Leuchtrakete, wie oft nutze ich die wirklich, ne? Ich hau sie mal hier rein. So. Dann, was wollen wir noch? Wir können noch weiter forschen, wir können noch weiter forschen. Viel nicht mehr, aber ein bisschen noch. So. Was haben wir hier? Olympiumbrenner. Okay, das klingt so, als bräuchte ich da Olympium für, um den zu nutzen. Den Schweißbrenner habe ich ja schon. Dann muss ich den, glaube ich, noch nicht erforschen. Was ich erforschen könnte, ist der bessere Befreier. Haben wir das auch weg? Brauche ich zwar selten, aber benutze ich dann doch immer mal wieder, wenn es notwendig ist. Und jetzt können wir überlegen, noch bessere Scheinwerfer. Bio-Scheinwerfer, okay. Die Bio-Fackel, die erforsche ich jetzt mal, weil sie noch zwei andere Erforschungsdinger blockiert. Und zwar die Bio-Laterne und die Bio-Signalpistole. Okay, ist das nützlich? Bio-Scheinwerfer. Soll ich mal Bio-Scheinwerfer benutzen? Komm, ich erforsche die mal. Keine Ahnung, ob ich die nützlich finde und aus was man die baut, aber wir gucken uns das gleich mal an. Und Olympiumplatte, das haben wir nicht. Und ich habe jetzt hierfür, für die korrosionsbeständigen Sachen, habe ich nicht mehr genügend Dinger. Ah, aber die Bleischicht. Bleischicht, Stoßstange hatte ich noch nicht. So, dann haben wir das auch erledigt. Damit haben wir keine unstabile Energie mehr. Die Korrosionsgeschichten werden so die nächsten Teile sein, die ich dann mal erforschen werde, damit wir das auch noch am Auto haben. Theoretisch könnte ich es mit der Stoßstange oder... Ah, nee, hier auch nicht. Und die Tür. Okay, fehlt mir die Energie, alles klar. Das sind neue Autoreifen. Jetzt gucken wir mal, was hier hinten noch so zu erforschen ist. Benzinreservoir, leckbeständiger Benzintank. Das sind die Batterien. Ankerenergieumwandler. Oh, ich glaube, das mache ich mal. Ankerenergie. Du kannst deine Batterien jetzt einigermaßen effizient direkt mit Ankerenergie aufladen. Gut, ob man das wirklich macht, ist mal eine Frage, aber wir können es ja mal ausprobieren. Ich meine, Ankerenergie, wenn man sie dann nicht mehr benötigt irgendwann mal. Okay, aber das baue ich wirklich mal nur, um es mal auszuprobieren. Ankerenergieumwandler, wo ist das hier? Ah, da brauche ich einen Limchimp-Chip und dafür brauche ich Olympium. Okay, ah, dann habe ich das auch erledigt. So, jetzt haben wir fast die ganze Energie aufgebraucht. Ich habe noch korrupte 1,1. Dafür brauche ich eine Stampfer-Anomalie gescannt. Das könnte ich bauen, Olympium-Tür, aber da brauche ich dann Olympium, um sie zu bauen. Bringt also nichts. Verstärkter Scheinwerfer, den mal kurz. Ich überlege sogar, ob das sinniger ist, einen verstärkten Scheinwerfer zu haben. Einfach weil die so schnell kaputt gehen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann erforsche ich noch als letztes. Was kann ich noch hier erforschen? Da fehlt mir überall die Energie. Ich habe noch stabile Energie. Kann ich damit irgendwas noch? Ja, hier. Pannensichere Reifen. Komm, just for fun. Die werde ich jetzt nicht drauf machen, aber dann haben wir unsere Energie schön eingesetzt. Okay, so, jetzt können wir hier mal noch gucken. Können wir noch was bauen? Ja, das ist sehr gut. Da können wir uns noch besser vor Strahlung schützen. Gefällt mir. Und das ist vor Stromschlägen schützen. Nehmen wir auch. Sumpfeier haben wir. Boah, jetzt habe ich schon wieder ordentlich Plasma ausgegeben. Und mehr geht gerade nicht. Also hier, das will ich mich schon drauf konzentrieren, dass auch wir stabiler gegen die des Environments sind, sage ich mal. Weil sonst ist das irgendwann mal blöd. So, Basketball ist am Start. Zack. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns in den letzten Schritten ums Auto. Ich glaube,
glaube tatsächlich, ich mache das nochmal anders. Ich mache jetzt, passt mal auf, ich mache jetzt verstärkte Scheinwerfer brauchen auch Olympium-Fragmente. Na gut. Dann baue ich mal Bioscheinwerfer, einfach nur um zu sehen. Aber die haben keinen Schutzeffekt, ne? Sind die dann heller oder was ist das? Der Vorteil. Und die brauchen ganz schön viel Sumpfkorallen. Nö, die baue ich nicht. Nö, nö, nö. Habe ich keine Lust drauf. Aber. Nee, komm, ich lasse es so. Mir gefällt das eigentlich so. Ich lasse es so, gefällt mir so. Und ich baue noch ein bisschen Kits zum Kitten. Und zwar ist das das hier. Einmal, zweimal, dreimal. Haben wir das noch dabei. Zack, zack, zack. Und ich baue noch, habe ich gerade gesehen, ein Schweißbrenner. Sumpfeier, boah, ich brauche schon wieder Sumpfeier. Sumpfeier müssen schon wieder hergestellt werden, weil dann können wir hier nochmal ein bisschen die Sachen reparieren, die so halb angeschlagen sind. Eigentlich gefällt mir mein Setup jetzt gerade ganz gut mit der Turbine. Batterie hier dran, ob man die dann längerfristig braucht, sei mal dahingestellt. Das kann man noch durch irgendwas ersetzen, aber aktuell fällt mir da nichts ein. Oh, der ist kaputt. Der Hydrogenerator ist unzuverlässig. Das wollen wir eigentlich nicht. Der kommt weg. Den will ich aber eigentlich direkt ersetzen. Der ist ja repariert. Da sollte ich jetzt ordentlich Teile bekommen für. Naja. Geht so. Da ist das. Was kostet ein Hydrogenerator? Da. Naja, gut. Das geht ja wirklich. Den bauen wir hier brandneu hin. Zack. Das ist ganz. Dich reparieren wir. Dich reparieren wir. Ja, der braucht schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. So. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Der ist auch ganz. Leckbeständige Batterie. Die könnten wir wieder austauschen gegen die größere, aber aktuell fahren wir ja damit ganz gut. Und ich glaube, jetzt sind wir zu 100% fit. Sieht gut aus, ja. Perfekt. Dann kommt der Schweißbrenner auch noch hier rein. Es ist schon voll. Aber gut, das leert sich jetzt relativ zügig, wenn ich meine Geräte hier dann ausgetauscht habe irgendwann mal. Zack, okay. Dann würde ich sagen, dekorieren wir noch. Und zwar habe ich gesagt, ich will ihn blau anmalen, weil ich so viel blauen Lack habe. Mal eine neue Farbe. Ja, das Blau hätte auch gut ausgesehen mit den Flammen tatsächlich. Gefällt mir auch ganz gut. So, jetzt ist, man sieht jetzt natürlich die Lacke und Kleber gar nicht mehr so arg. Oh, jetzt habe ich die Tankklappe angemalt. Unter diesen ganzen Abschirmungen und Bleiblättchen, die wir jetzt da drauf haben. Aber trotzdem finde ich es immer schön, wenn der einen einheitlichen Look hat über die Farbe. So. Wunderbar. Ich glaube, das kann man alles gar nicht lackieren, ne? Nee, so. Ja, blau gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Jetzt den Lack, ganz ehrlich. So diese letzten paar Tropfen, die tue ich jetzt nicht wieder in den Schrank, weil sonst ist das Ding echt immer voll. So, das kann hier rein. Und dann wollen wir vielleicht noch irgendein Kleber drauf. Und zwar, was hat man denn noch nicht? Ich glaube, die Zahlen hatte ich noch nicht. Das probiere ich mal. Was passiert da? Ah ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Zack. Das ist neutral. Da vorne kommt auch eine 11 drauf. Okay. Ja, sieht man jetzt natürlich seitlich nicht wirklich. Ah ja, den schon. Voll geklatscht mit 11. Braucht man das überall? Ach komm, egal. Ich mach's drauf jetzt überall. So. So. Klatsch. Und Klatsch. Ja, warum nicht? Die Nummer 11. Wir sind die Nummer 11.
Gefällt mir. Und ja, weiß nicht. Irgendwie stört mich, dass es überall steht. Braucht man nicht überall, oder? An der Seite? An der Seite brauche ich das eigentlich nicht. Das ist blöd. Da machen wir irgendwas anderes drüber. Da machen wir einfach die Streifen. Schwarze Streifen oder weiße Streifen? Da würden jetzt die weißen Streifen zu dem anderen ganz gut passen, ne? Sind das hier? Weiße Streifen, guck mal. Das ist ein bisschen Spielerei, aber ich glaube, das sieht besser aus. Als überall die Zahl drauf. Auf der Tür geht's vielleicht noch. Dann machen wir hier wieder so. Ja, so ist doch gut. Zack, da lassen wir es drauf. Hier kommt's weg. Und hier kommt's auch weg. Sonst ist es zu viel mit der Zahl. Ja, so ist doch cool. Gefällt mir. Gefällt mir viel, viel besser. Okay. So, das kommt weg. Ach ja, heute ein bisschen Liebe wieder dem guten Bob. Wir haben leider immer noch keine andere Armaturfigur. Aber wir haben einen neuen statt der Pizza. Okay, das Luftschiff. Ja, mach mal tauschen. Das Lenkrad hat mir tatsächlich nicht gefallen. Das kommt weg. Und wir machen das Rallye-Lenkrad hin, würde ich sagen. Oder was haben wir noch? Schrottwagen-Lenkrad. Das sieht auch schon wieder sehr konfus aus. Ich lasse das mal so. Dann, okay, Skulpturschalthebel, den finde ich irgendwie interessant, probier mal aus. Vorne ist immer noch das Schiff, die Himbeere. Okay, ja, warum nicht, den können wir eigentlich nutzen. Machen wir doch mal drauf, kann ich den nicht installieren? Wo kommt der hin? Anstatt hier dem Horse vielleicht so installieren. So. Zack. Ist das jetzt drauf? Ja, okay. Ja, das gefällt mir gut. Auto gefällt mir gut. Sehr schön. Nice. So, dann gehen wir mal rein. Machen eine kurze Analyse. Das sieht gut aus. Wir machen die Scheinwerfer aus. Die Perks sind alle richtig verteilt. Und jetzt müssen wir nur noch auftanken. Und einmal die Batterie aufladen und dann ist das Auto wieder im besten Zustand. Guck mal, wie schnell das hier geht. Zack. Besten Zustand. Wir haben ordentlich wieder Upgrades geholt. Und sollen jetzt wieder in die innere Zone. Es ist offensichtlich, dass wir in der inneren Zone mal ganz, ganz dringend diese neue Ressource brauchen, um Limchips und Co. herzustellen. Olympiumfragmente. Also ist das vielleicht unser neues Ziel. Wir waren jetzt zweimal in der inneren Zone in den Rauchfelsnadeln. So, sorry, das war mein Fehler. Wir waren in den Rauchfelsnadeln und... Oh, hier ist so eine Sackgasse auch und so Geschichten. Das heißt, wir wollen eigentlich mal gucken, was diese Sachen sind. Hier rote Spitzen sollten wir eigentlich hinkommen. Also vielleicht ist das mein nächster Weg, dass wir hier hinfahren, über den Highway. Wir haben jetzt die Umfahrung und dann hierhin zu den roten Spitzen, weil da müsste es im besten Fall die neue Ressource geben. Ihr seht es auch schon da unten rechts, da ist was, was noch nicht bekannt ist. Also das ist vielleicht der Move. Oh, da sind auch abgefahrene Anomalien. Na gut, gucken wir mal, ob das nächstes Mal noch so ist. Von daher, das soll es gewesen sein für heute, würde ich sagen. Das Auto sieht sehr, sehr schick aus. Das gefällt mir jetzt wirklich gut. Kleines Update, neue Teile. Wir haben jetzt das gut genutzt mit dem, was ihr mir erklärt habt, dass sich Teile und Effekte übertragen. Das heißt, wir haben jetzt abgeschirmt, gepanzert, bisschen Blei und irgendwann mal kommt vielleicht auch noch Säurebeständigkeit drauf. Plus das generelle Setup gefällt mir. Wir haben einige neue Sachen erforscht hier in der Garage, wie zum Beispiel unser Knotenpunktüberspringer. Den werden wir uns nächstes Mal genauer anschauen, wie der funktioniert. Eine bessere Antenne oben, ein paar neue Spinde. Also alles gut genutzt. Und wir brauchen natürlich wieder mehr Energie und mehr Ressourcen für neue Upgrades, wie zum Beispiel eben den Limchip, der uns hier neue Sachen gibt oder auch Energie für zum Beispiel korrosionsbeständige Platten. Also es gibt noch viel zu tun. Der Auftrag ist, kehre durch ein Portal des inneren Sektors zurück. Also das machen wir auf jeden Fall.
unser neues Ziel steht fest. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.